Also ein sehr schöner Strand. Das ist der letzte Strand, bevor man die Insel verlässt. Ne? Und hier, wenn ihr einen Kaffee oder einen Eiskaffee wollt, da vorne. Ansonsten, wir haben ja zum Trinken dabei. Und Toiletten sind da gerade hinter. Da rechts so. Pass auf, die Strömung. Vergiss es. Du bist aber auch Spezialist. Ich wollte noch, hab schon, aber dass dich so erwischt, ist gefährlich hier. Ich glaube, naja, siehst du, Der ist weg. Was? Da, der Schuh. Ist ja unglaublich, der ist tatsächlich rausgekommen. Oh. Ja, vor allem. Die Rettung des Schuhs. Ist ja unglaublich, oder? Hä? Ja, vor allem. Hä? In zwei Wellen war der jetzt mal 20 Meter weg. Das ist aber, dass der wieder gekommen ist, da hast du jetzt Glück gehabt. Hast du Hose zum Wechseln? Das ist Badehose. Okay. Naja. Da ist Platz. Das sind ja Leichtgewichte halt alles. Ja. Also im Prinzip. Besonders? Ja, nee, also ich habe schon manchmal richtig schwere dabei. Das sind alles Leichtgewichte heute. Normal springe ich da raus, aber das war jetzt halt da ein bisschen noch. Bin noch nicht so fit, wie es sein soll da mit dem Knie. Ah. Ah. Ha? Geh, Leo, ne? Before no problem, but now. Seitdem ich da mit meinem Knie, das Malheur ist halt noch nicht ausgestanden. Wird Zeit, dass ich mein Hirn in einen Humanoiden, das ganze Wissen kann man ja dann überspielen in ein Humanoides, in einen Humanoiden, und dann ist alles gut, dann lebt man weiter. Also solche Szenarien wird es wohl in der Zukunft öfters geben. Das sage ich aber schon seit 30 Jahren, dass es irgendwann mal so weit kommt. Genießt es, lasst euch Zeit, na, wir haben keinen Stress. Passt auf, wo ihr hintretet. Na? Und wenn ihr wollt, geht der Ismail mit euch da oben rüber. Wer sich nicht zutraut, halt unten bleiben. Also alle Fußverletzte würde ich es jetzt nicht empfehlen, viel zu klettern. Weil, nee, da hinten, und dann kommt man hier wieder runter. Na? Man muss es aber dann, ich würde es empfehlen, dann ohne Schuhe tatsächlich zu machen, weil dann spürst du den Untergrund besser. Ne? Weil mit den Schlappen ist es blöd. Hier liegt ja normal kein Glas und nichts rum. Und du spürst dann, wo du hintrittst. Ne? Wenn du da mit Schlappen läufst, ist nicht so gut. Da merkst du auch, wenn es glitschig wird. Also es ist ja unwegsames Gelände. Ne? Ich meine, der Ismail, der weiß schon, warum er barfuß läuft. Ja. Jüngsten, hä? Mann, ich gehe normalerweise schon hoch, aber mit meinem Knie jetzt, das mache ich nicht. Obwohl es eine gute Krankengymnastik vielleicht wäre. Naja. Aber ein Fehler wäre auch dramatisch. Ja, man muss es nicht, ne? Und du siehst ja, die anderen beiden, die sind ja richtig fit, die bleiben gleich am Boot. Die würden uns wahrscheinlich die ganzen Sandwich und das Bier wegsaufen. Nein, das ist nicht. Die trinken, glaube ich, alle wenig, da haben wir eh genug. Nur um die Tageszeit, später. Das saufen sie dann im Glück.
Alles gut? Ja, alles gut. Schön da drin, gell? Ja, auf jeden Fall. Sehr heiß, ja. Ich sage immer, es ist die Eishöhle. Ja. Wie war es in der Eishöhle? Ja, wir sind jetzt weniger wie vorher. Das ist schon beeindruckend. Ja, ist schön, ne? Ja. Die Statue of Liberty habt ihr ja auch gesehen, die Freiheitsstatue. Ja. Aber es ist ganz schön feucht da drin. Ja, ja, ist sehr feucht. Darum sage ich ja, da muss ganz kleine Schritte machen, ne? Weil wie man das erste Mal da drin war, da hat es gleich einen hinkaut. Und seitdem weiß ich das halt. Ja, mir hat es ja keiner gesagt. Ich muss ja auch erfahren. Aber die war Gott sei Dank auch locker drauf. Die hat es nicht so eng gesehen. Aber muss ja alles das erste Mal, wenn du es nicht weißt. Ne? Ja, muss erst mal ausprobieren. Eben. Ja. Und, war schön? Passt. Passt, ne? Passt. Könnte man mal so eine... Alles gut, schau. Hier, Bondfelsen, ganz wichtig. Jetzt machen wir noch ein Foto. Ein Foto. Oh, oh ja, da, schau, alle kriegen wir drauf. Oh, schwierig. Hat funktioniert. Oh, macht man was mit, bis man in die Rente kommt. Oh, freue mich schon auf meine 200 Euro, die ich mal kriege. Aber die Nudeln sind cool zum Relaxen. Kannst du schön im Wasser ins dich legen. Wenn man weiter rausgeht, wird es vielleicht morastig. Aber das Wasser ist ziemlich hoch noch. Gehst du auch ins Wasser? Ja? Das ist das Problem in der Hüfte, im Rücken. Naja, Bronchitis. Matthias, hilfst du mal mit, dass sie. Wir passen auf, dass sie gut ins Wasser kommt, die Tina, weil die ist beweglich, nicht so gut beweglich gerade. Gib die Nudeln mir, die gebe ich dir dann. Okay. Hier, warte, bis die da sind. Warte, warte, aber warte. Es geht. Du sagst Bescheid, wenn er was greifen soll. Ja, nee, ist es okay. Gut. Danke dir, Madame. Danke. Warte, hier. Okay. Sehr hoch das Wasser heute. Das erste Mal jetzt. Na, hier geht's, na, hier sind die Wellen nicht so schlimm. Ja, ich meine, wir wohnen auch am Meer. Dann verliert es irgendwie an Reiz. Und es hat ja jetzt auch 3 Tage geregnet, da geht auch nichts mehr, oder? Ja, und bei euch ist Meer, ist es auch schön, oder Bäume dort am Strand? Ich sag ja, wie Badewanne, ja? Also 43 Grad hat's Wasser. Echt? Ja, jetzt, aber sonst. Wie Badewanne? In Dubai, ja? Nur im Hochsommer. Na, theoretisch haben wir 2 Meere, ne? Das ist ja was Low-Season in Dubai, ja? Ja. Ja, die Hottest Season. Jetzt ist die Hottest Season, ja. Ja. August bis... Ah, ja. Ja, wir haben ja schon wieder August, ne? Anfang Oktober. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ja. Oh.
elegant. Danke. Das war gut, oder? Ja. Ja, aufpassen, geh lieber erst runter. Geh lieber runter. Tina. Geh runter, besser. Weil das Meer, weißt du, wenn da große Welle kommt. Du weißt am Boot nie, wann mal der Batsche kommt. Nächstes Jahr. Ach, ihr seid erst 10 verheiratet. Dann müsst ihr erstmal noch ein paar Prüfungen durchgehen. Hallo. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja schon wieder alle 10. So, die ganze Mannschaft auch. Alles gut? Hauptsache meine Hochzeit mit weißen Laufen und was weiß ich und Highlife. Aber ich auch am Ende. Da, die haben so. Was ist das? Pfeifen aus Shell, aus Muscheln haben sie da. Der Automat. Oh, die sind ne, für Kinder schön, ne? So Muschelpfeifen. Auf jeden Fall haben sie hier ein deutliches Problem von Überalterung. Ne? Also die Jugend scheint wegzulaufen. Aber dass das Wetter heute so schön wird, hätte ich gar nicht gedacht. Ja? Ja. So, die Karp. Langsam, langsam. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sabai di? Karp. Warum sollen sie genau mal einschlagen? Kopanje heißt es, ja? Kopanje heißt es dort. Da steht es ja, schau, vor 200 Jahren. Ja, sind die von Indonesien und so aus der Ecke halt hier eingeschwommen. Zehn Bad? Das war echt. Ja, das wäre was. Grab. Ist keiner mehr hinter uns? Nee. Ja, dann kaufst du doch. Na, jetzt brauche ich es nicht. Ich bin die Füße für schwarz. Ja. Ja. Die Deutschen waren auch mehr verwöhnter. Ne? Er sagt, ne? So Schuhe hätten wir auch noch gebraucht, im Matsch. Ne? Tja, die harten Männer sterben aus. Chupa Chups, ne? Hm. Möchtest du einen? Ja. Ja, ne? Ich hätte einen ausgeben. Ha? Möchte einer Chupa Chups? Was ist das? Lolli. Ja, willst du einen? Ja. No. Okay. Also wir haben noch was zu trinken da, wenn ihr noch was möchtet. Alles noch da. Auch die goldgrünen Dosen sind noch da. Ja, schön, gell? Die Felsen da. Immer wieder imposant. Und eigentlich sehr ruhig jetzt. Hm? Und jetzt siehst du, wie das Wasser wegzieht. Ne? Jetzt geht es in Richtung Ebbe. Ganz schön der Gegenstrom. Super Tag wieder heute. Ein bisschen Wind. Kühl, angenehm. Ne? Und die grün-gelben Dosen, die sind auch im Einsatz. Ja, naja, dann muss Weiße trinken. Wie alt ist
2000 Jahre, sagt man. Matthias, hast du gesehen, die alten Gemälde da? Weißt, manchmal stehst du halt da dann richtig an, wenn du in die Höhle reingehst, ne? Je nachdem, wie viel halt los ist gerade. Schau mal, da sind schon ganz schöne... Ja, das ist halt schon... Wow. Das ist die Elche. Ja, ja. Ja, gut, ab von den Organisatoren, du stellst dir vor, da springt einer ins Wasser und die sucht doch was für ein Stress. Ja, du, das ist nicht schön. Wollt ihr nochmal an den Strand? Ja? Ganz extrem. Die Geier, die haben wieder umgeblieben sind. Aha. Für 10 oder 12? Schau mal, da sind ja noch mehr. Das ist ja irre. Wow. Das sind da richtige Adlerschwärme heute. Da. 30 Stück. Faszinierend, weil das irgendwo ein Fischschwarm. Weißt du, manchmal, wenn ein Fischschwarm in der Nähe ist, dann kommen die alle. Sammeln sie sich und. Ja, dann geht's los. Großes Festival. Dann schon die Geier und warten, dass wir es saugen. Ja, kennen wir jetzt schon. Wieso glänzen? Also nur wenn sie nicht reflektieren sind. Deshalb sieht es aus wie Grünzeug, oder? Aha. Das reflektiert, das ist diese Mother of Pearl, ne? Das shiny, ist ja ein wenig so shiny, ne? Was da drin ist. Das, ist so. Das sieht ja wirklich gut aus. Okay. Passt auf eure Köpfe auf. Ja. Ah.
Ah, da sind die Adler schon wieder. Schön. Wenn jetzt auch wieder alle hier auftauchen, das wär auch was. Ja, mach das. Hey, wieso pfeift mein Telefon die ganze Zeit? Ach, das hat ein Update gemacht, verstehst? Jetzt haben sich die Dinger wieder eingeschalten, die Scheiße. Jungs, seid ihr zufrieden mit mir? Danke. Jungs und Mädels natürlich. Wir dürfen die Mädels nicht vergessen, weil sonst gibt es Minuspunkte. 10 Sterne, 10 von 10. Na, ist schon wirklich schön. Schaut mal die Sonne jetzt, der Sonnenuntergang. Der wird wahrscheinlich heute auch noch geil. Schau, wie jetzt das beleuchtet ist alles, gell? Wenn die Sonne untergeht oder bei dem Stand der Sonne. Faszinierend. Das wäre jetzt ein gutes Lied in the summertime. When the weather is hot. Kennst du das? Ja. Wer war das? Mango Cherry? Na? Da oben das Adlernest, ne? 5:05. Habt ihr es gesehen? Das Adlernest, 5:05. Keiner hat es gesehen. Schaut mal, ob ihr es seht. Nochmal rein. Weil es geht, jetzt ist es aber, ja. Kann sein, dass da noch drauf war. Ja, die essen die Krabben halt, ne? Muscheln und so Schalentiere halt. Die müssen sich ja von dem ernähren, was es hier so gibt. Und da ernähren sie sich natürlich von Sushi, weil Sushi ist gut. Und jetzt denken sie sich, was machen die hier zu essen? Und die essen gut. Man soll es natürlich auch nicht, eigentlich soll man es ja nicht füttern, ne? Aber ich glaube, Bananen ab und zu macht denen nichts. Aber wenn natürlich den ganzen Tag Bude, die dann hunderte von Bananen, dann wird es zu viel, ne? Aber wenn da alle paar Tage mal einer kommt. Schau mal, jetzt kommen noch mehr von da drüben. Schau mal, da ganz kleine rein. Schon eine ganze Familie, du. Ja?
Und hier, was ist das da? In der Richtung? Ist das auch ein Clan? Auch Affen, aber ein bisschen älter. Ja. mit Klamotten. Nur eine Schale, ne? Scheint so, ne? Für ein hartes Regiment, so wie es ausschaut. Aber der hat schon immer so seine Fitness. Der braucht nicht ins Fitnessstudio. Siehst du ja zum Teil, die Jungs sind absolut durchtrainiert, ne? Ah, die Jungen, wenn die immer auf Wasser sind, da ist kein Gramm Fett, die haben Kraft, weil sie die müssen halt immer hinlangen. Ne? Sind zwar oft klein, aber sind durch, fit. Zäh wie Leder. Okay, and how is the food doing? Huh? The wash come already, the sausage? Abonniert unseren YouTube-Kanal, danke! Super! Give me 5! Yeah!